Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. So, wo gehe ich zuerst hin? Banditen oder Hütte? Ich würde sagen, ich möchte nicht, dass mir die Banditen in den Rücken fallen. Schauen wir mal, greifen die mich überhaupt an? Ja, tun sie. Zumindest der eine hier. Jetzt nicht mehr. So, dann nehmen wir hier noch einen. Wo ist Biff eigentlich? Da, hinter mir. Sehr gut. So, und dann... Dann noch ein paar. Okay. Ich muss mir hier eben Abstand wahren. Vielleicht eine Waffe ziehen. So. Wäre vielleicht keine so blöde Idee, ne? Könnt ihr bitte aufhören, mich zu hauen und stattdessen auf Griff reinprügeln? Das wäre echt nett. Bleib stehen, du Lump! Na. Sehr knapp. Moment, aber den kriege ich doch. Siehste. Ne, das ist Biff, das ist meiner. So. Genau, stirb. Haha. Blöde Banditen. Ein Degen, ein Bogen, Pfeile, Waldbeeren. Moment mal. Hä? Jetzt plötzlich wieder sein Anteil. Hier ist dein Anteil. Das war beim letzten Mal nicht so. Das ist jetzt wieder eine neue Aufnahme. Und jetzt wieder plötzlich wieder sein Anteil. Also, beim letzten Mal wollte er irgendwie Gold. Aber keinen Anteil? Jetzt will er plötzlich einen Anteil. Ich verstehe es nicht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen verbuggt. Schön eindietrig, das gefällt mir. Das gefällt mir, auch wenn mein Niedrigmangel eigentlich schon seit sehr langer Zeit behoben ist. Trotzdem so instinktiv. Ich achte einfach nicht drauf, wie viel ich habe. Und deswegen mag ich es, wenn ich ein bisschen mehr kriege. Weil ich dann länger nicht drauf achten muss, sozusagen. Naja, ich hatte die sicher nicht für so wichtig. Aber für wichtig genug, dass ich gerne welche hätte. Aber halt nicht für wichtig genug, um sie zu überprüfen, wie viel ich habe. So, links, rechts. Ach, das war ja einfach. Wacholderfleisch, der Kristall. Pfff, das war ja billig. Das war ja ganz billig. Mann, Mann, Mann. So, ich könnte mich hinlegen und schlafen. Ich könnte aber auch den ganzen Krustier im Inventar beiseite räumen, indem ich ihn esse. So, zwei Fische. Was ist das für eine Beere? Eine Waldbeere. Ja, die kann weg. Feldrübe. Ich weiß nicht, ob man mit Feldrübe überhaupt irgendwas machen kann. Wert 3. Aber was sie tut? Keine Ahnung. Steht nicht dabei. So, ich würde mal sagen, ich will noch 5 Mana mehr. Das dürfte auch gleich erledigt sein. Ich glaube, bei 129 müsste das passieren. Dann hätte ich nämlich 180 Mana. Ah, noch einer? Ja, sehr schön. So, unten noch einer. Da habe ich 94. Ach komm, weißt du was? 4, 14, 2 und noch 2 macht 24. So, und dann 200, also 4 hiervon. 1, 2, 3 und 4. So, Mana. Wie viel Mana fehlt mir? 170. 170 sind... Naja, okay, 150. Biff, du brauchst auch ein bisschen Heilung. Den besten, natürlich. Nur das Beste für dich, mein Junge. Nur das Beste. So, und dann habe ich gerade eine Steintafel gefunden. Bogenschütze 2. Boah. Kann ich lesen. Die ganzen Dreier kann ich nicht lesen. Ich habe letztes Mal schon erzählt, ich war kurz in der Erweiterung. Da habe ich auch geguckt. Wegen der Sprache der Bauer. Die kann ich tatsächlich auch auf 3 lernen. Sollte ich auch tun, weil es ist billiger als mein Mana mit Lernpunkten zu steigern. Also es ist billiger, das zu lernen und dann das hier zu nehmen, als mein Mana um die gleichen Punkte so direkt zu steigern. Problem ist aber, dafür brauche ich 15 Lernpunkte. Ich habe gerade nur 13. Das heißt... Ups! Das heißt, ich kann gerade noch nicht die Sprache auf Level 3 lernen. Also die Sprache der Priester wäre das dann. Okay. Ich dachte eigentlich, hier gäbe es was. Hier drüben gibt es auf jeden Fall ein paar Monster. Ah, Moment, jetzt bin ich ja hier auch im Orkgebiet, ne? Von hinten halt. Ich würde mal sagen, das nehme ich nachher als Rückweg. Ah, das soll eigentlich den Löcker treffen. Es sah so aus, als würde es vorbeifliegen. Biff? Biff?
Ach nö, oder? Da ist er. Da ist er. Dachte schon, ich hätte ihn verloren. So, siehst du mal, was liegt hier? Noch eine Steintafel und ein paar Goblinbären. Zwei Handkampf 3. Welche war das jetzt? Armbrustschütze 2. Ja, den nehme ich doch gleich. Weil ich sie nicht brauche. Okay. Gut, ich würde mal sagen, das hier ist mein Rückweg. Wenn ich dann mich des Drachen entledigt habe. Des Drachens entledigt habe. So. So fühle ich mich wohl. Dann ist hier immerhin der Weg frei. Und ich brauche 100 und... Ups. Ach. Naja, egal. Wobei, noch 20. Naja, wird schon passen. Ich frage mir das Bier. Oh, ein Mana. Doch so viel. Das trinke ich ja glatt. So, Biff, dann komm mal her. Also, Silvio und... Wie hieß ein Kollege, den er dabei hat? Weiß ich gar nicht mehr. Hm. Moment. Hier gibt's nix. Habe ich denn diese Hütte vollständig erforscht? Ich war nur auf der rechten Seite und innen drin, aber ich war nicht hier drüben zum Beispiel, an diesen Stegen im Wasser. Und ich war auch nicht auf diesem... Hier. Aber hier ist nichts. Und ich war auch nicht auf der Hütte drauf. Aber da ist irgendwie auch nichts. Okay, gut. Vollständig erforscht. Ich hoffe, dass hinter mir ist Biff und nicht irgendwie irgendwelche Piranhas oder so. So, da war ein Troll. Dem muss ich aus dem Weg gehen. Noch eine Kleinigkeit, die ich mir überlegt hatte. Es gibt ja die Spruchrolle oder die Rune. Oder generell den Zauber. Monster schrumpfen. Das wäre sehr genial. Und zwar als Rune. Ich will nur gerade mal schauen. Ich habe das hier nicht. Ich kann ja aber jetzt für den Drachen... Wo ist es denn? Da. Das da will ich mir bereithalten für den Drachen. Aber wie gesagt, Biff, was tust du da? Du musst nicht mehr warten, du bist aus dem Wasser raus. Ah, nicht zum Troll. Nicht zum Troll. Sehr gut, jetzt läuft er wieder. Also dann. Monsterschrumpfen, genau. Monsterschrumpfen wäre super. Hätte ich mir eigentlich vorher holen sollen, um die Drachen klein zu machen, ne? Probiere ich mal aus. Na, Silvio, wie sieht's aus? Hey, du. Alles ruhig? Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor, ich komm dann schon. Hm, faule Sau. Hey, du. Ach, Bulko, genau. Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Nö, nicht mehr. Da war ich schon. Tatsächlich, ich war schon überall außer hier. Also ja, nicht überall, aber bei allen Drachen außer bei dem hier. Und hier war ich eigentlich auch schon drin. Also hier ist ja auch nicht mehr wirklich so viel zu holen. Zumindest an Monstern. Und damit an Ruhm und Ehre. So, ein Eisgolem. Das tut ihm leider nichts, aber das tut ihm doch nicht was, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Uah! Naja, gut. Das ist genug auszuweichen. Einfach runterfallen. Uah, nein, du frisst mich nicht ein. So weit kommt's noch. Biff ist nicht eingefroren. Ne, Biff ist da unten in Sicherheit. Alles gut, alles gut. So, das heißt, ich kann jetzt... Ah Gott, Biff prügelt sich mit ihm. Wie viel Mana brauche ich? 175. Tja. Was soll's. Machen wir das mal so. Problem ist jetzt halt, ich kann nicht mehr wirklich auf den Golem draufzaubern, weil ich damit meinen Flächenschaden auch nicht treffe. Aber hey. Nichts zu. Das Problem hat sich gerade gelöst. Cool. Das ist mir doch ein Heiltrank wert. Und ja, das bisschen ist mir nur kein Heiltrank wert. Gut, hey, das hat geklappt. Wir sind hier. Das heißt, sicher ist sicher. Ich speichere euch jetzt das Ganze mal ab, den Fortschritt. So, was liegt hier? Ein Malertrank.
Ja, okay. Ist jetzt nicht so viel, aber hey. Warum nicht? War da drin irgendwas? Ich glaube ja, da war nichts. Da war noch keine Echsenmenschen oder so, da war einfach nichts. Die Truhe habe ich schon aufgemacht. Ach genau, eine Schlafgelegenheit war hier. Okay. Gut zu wissen, für den Fall der Fälle. Aber jetzt muss ich erstmal wieder auf Biff warten. Ach ja, ist das nicht schön. So, 156 von 80. Dann tue ich mal... Ich mach das hier und dann wisst ihr was, komm. Ich mach das jetzt mal voll. Ich meine, was soll das? So. Dann halte ich den Cursor, die Auswahl auf der maximalen Lebensenergie. Für den Fall der Fälle. Übrigens, soweit ich weiß, kann man auch hier hoch. Und sich dann einen relativ guten Überblick verschaffen. Über das Tal hier. Aber das ist ja schon leer. Nein, viel interessanter ist, dass ich über diesen Weg hier hinkomme. Und ich habe die Hoffnung eigentlich gehabt, dass ich dann da hoch kann, aber sieht mir tatsächlich dann doch nicht so aus. Oder? Das sieht so fies aus. Das sieht so aus, als... als könnte man da hoch. So vielleicht? Na? Na, warum läufst du nicht? Ich hab Shift gedrückt. So. Geht das? Nein, da springt er vor. Sag mal, man muss doch da irgendwie hochkommen, oder? Das habe ich schon mal versucht. Häpp? Ach. Okay, das wird so nix. Dann so. Na? Ach, das gibt's doch nicht. Übersehe ich irgendwas? Oder bin ich blöd? Ist vielleicht eine Leiter von unten, die ich übersehen habe oder so? Schau ich mir gleich von unten an. So, jetzt hier. Biff, komm her. Hier können wir sicher rein. Was im Übrigen sehr schön zeigt, dass die Verteidigungsanlage hier nicht mehr ihren Zweck erfüllt. Joa. In Gothic 1 waren das Hütten. Und ich wüsste schon irgendwie gerne, ob das noch Hütten sind hier. Ha, tatsächlich. Schau mal einer an. Hehe. Wenn man sich reinfeatet. Haha, ist da über mir. So, wenn ich von einem Cheaten bin, dann will ich jetzt hier auch mal wissen, ob es sich überhaupt lohnt, hier hochzukommen. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Trank. Aber sonst... Ah, eine Truhe. Okay. Ich will aber gar nicht wissen, was da drin ist, um ehrlich zu sein. Denn, das hier ist gecheatet. Ich wollte einfach nur wissen, ob es sich lohnt, hier den Aufwand reinzustecken, hier hochzukommen. Und ich schätze mal, das tut es ja, so wie es aussieht. So. Wie gesagt, wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Und es ist mal wieder so seltsam still hier in der Eisregion. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Hier gibt es keine Leiter. Ach je. So, hier ist ja die Taverne. Ich schaue mal, ob ich hier noch rein kann. Vielleicht von oben. Ah, ein Eiskolem. Hey Biff, wie sieht's aus? Wollen wir uns mit einem Eiskolem prügeln? Ich denke ja. Ups. Sag mal, bei normalen Gegnern rennst du drauf los, sobald ich ihn angreife. Und hier bist du irgendwie zu faul, oder wie? Ah, guck mal. Ups. Der sieht mich. Kann ich ihn treffen? Nein, ich kann ihn auch nicht treffen. Jetzt kannst du was erleben. Ach, Biff, komm schon. Das war ein Versehen. Das wollte ich doch nicht. Und weißt du, wenn ich dich mitten im Kampf aus Versehen treffe, bist du mir ja auch nicht sauer. Naja, machen wir das mal so. Trifft das? Nein. Das trifft nicht. So. Aber er ist mir auch gar nicht aggressiv gesonnen, so wie es gerade aussieht. Sehr cool. So, und ich habe endlich genug Mana, dass ich hier alles auf einmal aufnehmen kann.
wieder eins von diesen Biestern. Wow, Biff, du bist so schnell. Biff, du bist so super. Was würde ich nur ohne dich tun? Ohne Scheiß. Ach komm, der reicht, oder? Der macht gar keinen Schaden. So. Was hast du denn gesehen, Biff? Ja, du hast schon auch den Eisgolem gesehen. Ja, natürlich. Natürlich. So, jetzt aber nochmal. Kann ich in die Taverne rein von oben? Da war nämlich ein Eingang in Gothic 1 an der Oberseite. Der ist hier scheinbar zu. Oder war er hier drüben? Ah. Schau mal einer an. Hier oben war ich auf jeden Fall noch nicht. Beim letzten Mal. Wahrscheinlich wegen dem Eisgolem. Rechts, links. Was? Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Hui. Gut geraten. Ja, okay. Das ist nicht wirklich der Rede wert. Moment mal. Ach so. Ja, ja, dann Anteil. Hier ist dein Anteil. Alles? Natürlich. So, sehr schön. Und dann wären wir endlich durch die Eisgegend soweit, glaube ich, durch. Da links ist die Höhle. Ich will nur noch mal schauen, ob da vorne war, glaube ich, auch noch mal zwei Eisgolems, oder? Oder habe ich die erledigt? Einer ist da noch. Einer. Ein einziger. Aber gut. Der soll nicht mein Problem sein. Da werde ich ja wohl kaum hinrennen müssen auf der Flucht. Sondern ich würde mich jetzt tatsächlich eher direkt in Richtung Drache begeben. Unter der Annahme natürlich, dass der hier immer noch sein Unwesen treibt. Also der Drache ist noch da. Ziemlich brenzliche Gegner. Ah, du Feigling. Feige Sau. Gut, aber bevor ich mich mit dem Drachen anlege. Eine Kleinigkeit, die zuerst sein muss. Biff, wo bist du? Da bist du. Komm, hau drauf. Hau drauf, Mann. Du brauchst dich zurückweichen, wenn er mich angreift. Jetzt hau doch mal drauf. Geht doch. Ja, so muss man's den Biestern geben. Genau, so muss man's den Biestern geben. Whatever. Gut. Dann habe ich noch einen Echsenmenschen. Den würde ich auch einfach kurz so legen. Nein, Biff. Nein, 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 nein. Nicht den Drachen angreifen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Dachte gerade, er wäre eingefroren. Okay. Gut. Damit scheint hier zumindest monstertechnisch, was nicht der Drache ist, alles soweit geklärt zu sein. Wo treibt sich Biff rum? Biff treibt sich da unten rum, okay. Hier oben geht's auch nicht mehr weiter. Das heißt, die ganze Wassermagier- und Söldnergeschichte hier ist zugefroren. Ah, nee, da ist eine Hütte, guck mal. Mit einer Nachricht. Aha, interessant. Ist das so absichtlich, dass man da so von unten dann hochläuft? Ich glaube ja nicht. 75 und 100 brauche ich, genau. Und an Leben brauche ich 124, also 4 hiervon. 120, sorry, nicht 124. Gut, dann bin ich geheilt. Und dann würde ich jetzt gerne nochmal die Nachricht lesen. Ich schätze mal, die haben die Wassermagier oder die Söldner hier hinterlassen. Sumpf, Banditenlager. Aus der Kneipe im Banditenlager. Nee, das war das hier nicht. Die Notiz, das ist auch nicht. Die Nachricht war es, genau, die Nachricht. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Dexter. Ist das diese Nachricht? Ich bin mir nicht sicher. Eine Nachricht. Vielleicht war es auch die. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns, Saturas. Hey! Das ist dann also das letzte Zeugnis dessen, dass hier mal Wassermagier waren, sozusagen.
da ich die gerade da gefunden habe, bin ich gerade motiviert, hier drüben nochmal zu schauen, ob hier irgendwas rumliegt. Und den offensichtlichen Elefanten bzw. Drachen im Raum einfach zu ignorieren fürs Erste. Gut, aber hier drüben scheint nichts mehr zu sein. Also dann. Ich habe gelesen, man muss das Auge Innos gar nicht anlegen. Es reicht, wenn man es dabei hat, damit der Drache mit einem redet. Das heißt, ich bin hier vollkommen ausgerüstet. Ich habe meinen Dämon bereit. Ich könnte vielleicht mir vorher überlegen, dass ich die ganzen Teleport-Dinger nicht brauche. Und mir dafür... Wie viel macht der maximal? 120 und der macht 150. Der ist stärker als jeder Kugelblitz. Ich könnte einen Feuerball haben. Ich könnte... Untote vernichten wird nichts bringen. Gegen Eis wird er immun sein. Was Stärkeres als Feuerball habe ich? Einen großen Feuersturm könnte ich versuchen. Und halt... Wie gesagt, Golem oder Dämon. Gut, damit bin ich vorbereitet für den Kampf gegen... Wie heißt der? Na, Finkreg. Und was da im Kampf passiert und was er mir zu erzählen hat, das erfahren wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.